Willkommen zurück zu Anuskus Online, dem Spiel, wo es um Edenspitze geht, dem Ort, an dem Daedra und Menschen beinahe friedlich, genau, in unserem Leben. Nicht so wirklich, weil ein großer Diplomat namens Tephilas wurde anscheinend mit einem recht potenten Gift umgebracht. Auch der, unser Auftraggeber findet das außerordentlich... Wer ist er denn jetzt hier? Guten Heiliger. Auch unser Auftraggeber findet es außerordentlich komisch, dass ein Daedra mit einem Gift umgebracht wurde. Das bewegen wir uns jetzt zur Spitzenhalle, zu dieser Spitze, die anscheinend irgendwie die Daedra davon abhält, irgendwie nach Nirn gezogen zu werden. Was für mich nicht so üblich ist. Und wir werden wahrscheinlich auch den örtlichen Anführer treffen, der seit schon immer hier ist, weil er kam mit der Spitze rein. Also mit dem Gebäude wurde er mit hier reingezogen, diesen Ort. Folgt nicht diesem Pfad, Farben. Er wird scheitern. Daedra gehören hier nicht her. Das war einst heiliger Boden. Vater, bitte hört Noroth an. Von dem, wo kommt der Sohnfried her? Wurde der hier gezeugt? Weil an sich ist das ja irgendwie doch ein recht isolierter Ort, ne? Also so im Großen und Ganzen gibt es hier irgendwie nichts. Du kannst ja Ausbildung, Dings, irgendwie liegt hier alles in Ruinen. Man möchte übrigens auch meinen, wenn die hier schon länger wohnen, dass sie hier drin aufgeräumt hätten, ne? Weil hier liegt alles, ich meine, da hinten ist so eine kleine Schlafecke. Aber man würde ja irgendwie erwarten, dass sie den Schutt und so alles wegschütten würde. Was machst du denn hier sonst die ganze Zeit? Das ist ja wie ewig viel Zeit zu vergehen. Und das Tarvin wieder. Mein Vater kann recht unvernünftig sein, wie ihr eindeutig sehen könnt. Ich würde vorschlagen, ihr sprecht mit Noroth, während ich versuche, das zu klären. Ja, sicherlich doch. Aber wie alt ist denn der? Weil wir wissen noch, dass dieser komische Angriff von Merunes Dagon 600 Jahre her ist, von einer anderen Quest. Ist er etwa aus dieser Zeit? Entzückend. Noch eine Wanderin auf der Suche nach Zuflucht betritt die Stadt. Wir wachsen einfach immer weiter. Ich habe keine Ahnung, wie wir euch alle ernähren sollen. Wartet. Gehört ihr zu diesem Daedra? Dann solltet ihr mit ihm reden, ihm sagen, dass er gehen soll. Ich will nichts mit ihm zu tun haben. Ich auch Menno. Das ist... Na gut, Dunkelelfen können recht alt werden, nicht wahr? Hallo, Noroth. Diese Unterhaltung läuft wie erwartet. Farven ist ein schlichter Geist. Bin überrascht, dass Tephilas ihn noch nicht getötet hat. Der verdorbene Baum. Habt ihr ihn gefunden? Eine Probe des Gifts könnte uns helfen, unser Ziel zu identifizieren. Wie auch immer das funktionieren soll, aber ich lasse mich da gerne überraschen. Ja, habe ich da, waren direkt vor der Stadt. Gut gemacht. Beginne zu verstehen, warum Sterbliche Unheilsbruten beschwören. Sehr nützlich, eine Gehilfin zu haben. Eine merkwürdige Substanz. Wenn wir noch jemanden finden, der sie hat, haben wir womöglich unsere Zielperson. Und wie sollen wir das machen? Na gut, und jetzt? Spricht mit Farven. Ihr seid eine Sterbliche. Auf euch spricht er womöglich besser an. Fragt nach seiner Unterhaltung mit Tephilas. Bekommt ein Verständnis für seine Pläne. Es ist wichtig, dass wir eine Säuberung hinauszögern. Zumindest bis zur Rückkehr von Tephilas. Von ihm bist du... Andere Spieler hier, die auf einmal rumstehen, da wo er vorher rumstand. Was soll ich sagen? Mein Vater wird mit euch sprechen, aber erwartet nicht, dass er mit euch zusammenarbeitet. Dafür ist er in seinen Ansichten viel zu eingefahren. Ich wüsste ja gerne... Also ich hoffe, er erklärt mir jetzt ein bisschen, wo er herkommt und generell überhaupt... Ich sehe, da ist noch ein verirrtes Stück Unrat in unsere Stadt gestolpert. Hey, hey, hey. Immerhin seid ihr kein Scamp oder irgendeine andere grässliche Kreatur. Nun, willkommen in Elendspitze. Augenscheinlich die Heimat sämtlicher Verstoßener der Totenländer. Warum seid ihr hier? Also, Tephilas wurde übrigens ermordet. Nun, diese Dinger kann man ja nicht wirklich umbringen, oder? Sie kommen einfach immer wieder, ob man sie nun hier haben will oder nicht. Aber ja, ich höre von allem, was in Elendspitze vor sich geht. Merkwürdig, ich hatte gerade noch mit ihm gesprochen. Habt ihr erfahren, wie er getötet wurde? Nicht auf die übliche Art und Weise, aber mich würde vor allen Dingen interessieren, was er mit ihm beredet hat. Ja, Gift, wo, ja, genau das, ne? Was? Ermittelt ihr im Fall eines toten Dremora? Auch um die Mühe. Diese Kreatur wird in ein paar Tagen wieder zurück sein. Er kam, um Druck wegen seines verdammten Vertrags zu machen. Er möchte, dass ich meine Erlaubnis gebe, dass sich Daedra hier dauerhaft niederlassen. Ich weigere mich, das zu tun.
Aber das tun sie doch schon, weil die wahre Auswahl ist doch entweder ihr sterbt alle oder ihr lasst es zu. Also ich weiß gar nicht, das ist so richtig, wo überhaupt der Entscheidungspunkt ist, warum es unbedingt freiwillig sein muss. Auch generell die ganze Argumentation verstehe ich auch nicht so richtig. Das ist halt irgendwie, ich meine, wo willst du auch sonst hin? Sie können ja auch nicht mal irgendwie wegfliehen, ne? Naja gut, trotzdem frage ich dich jetzt eindringlich, wer ihn vergiftet haben könnte. Vor allen Dingen, er sagt es so, es wäre Zeitverschwendung, die kommen eh wieder. Das stimmt überhaupt nicht. Erstmal ist uns der, also in diesem Fall, ein Mord hat ja normalerweise zwei Komponenten. Einmal, jetzt ist der Tote halt irgendwie weg und zweitens, wer hat ihn umgebracht? Wo eigentlich meistens die Leute, die unabhängig die ermitteln, interessieren sich aber in der Regel eigentlich immer für den Teil, wer hat ihn umgebracht, weil, dass die Person jetzt tot ist, ist halt irgendwie so ein, es ändert eigentlich nichts daran, ne? Ob die wiederkommen oder nicht. Weil die Toten bleiben tot oder halt in diesem Fall bleiben sie halt nicht tot. Das ist auch egal. Aber irgendjemand hat jemanden umgebracht. Und das ist halt auch irgendwie eine Art von Sachbeschädigung. Vor allen Dingen ein paar Tage. Das habe ich irgendwie anders gehört. Das dauert doch ein bisschen länger, Freunde der Sonne hier. Na gut, hast du eine Idee? Keine Ahnung. Tefillah schien allerdings damit beschäftigt zu sein, sich einen Neuankömmling in Elendspitze näher anzusehen. Einen zwielichtigen Charakter namens Fontan. Redet doch mit diesem Halunken, falls ihr so sehr daran interessiert seid. Er haust zusammen mit dem anderen gefährlichen Abschaum in den Flohgruben. Also ernsthaft, die tun hier so, als wäre dieser Ort riesengroß. Das macht mich so fertig. Auf der anderen Seite, wie machst du das, ne? Die Realität, also wie designst du, das ist eine kurze Tangente, überspule einfach 3 Minuten, weil so lange wird das hier ungefähr dauern. Wie machst du das als Spiel? Jetzt mal ganz vom Entertainment Value hier ab, das wir uns haben will. Wenn du jetzt ein Spiel hast, du hast halt genau dieses Problem, was wir hier gerade haben. Du hast diesen kompletten Unterschied zwischen Spielwelt und das, was die beschreiben. Das war ja schon in Skyrim nicht anders vor 10 Jahren. Da erzählt doch mal einer der Typ, ich komme ja oft in den Wolkenbezirk, wie oft seid ihr da? In der Wolkenbezirk sind halt 2 Gebäude 3 Meter weiter. Und das kommt halt nicht rüber, weil eigentlich hätte Weißlauf ein riesen Ort sein müssen. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass das sehr viel Leerzeug ist. Denn wenn ich hier bei mir mal in der Stadt gehe, also ich wohne ja in Leipzig, und wenn du hier mal so in so ein paar Wohnvierteln bist, dann ist da halt irgendwie direkt an den größeren Straßen ist da irgendwie mal ein Laden, aber dann gibt es halt diese großen, das sind da so typische Mietshäuser, wie zum Beispiel in Berlin findet man das ähnlich. Also Leipzig sieht da irgendwie sehr vertraut aus. Du hast halt diese typischen karree-förmigen Dinger und das ist halt, irgendwo ist gelegentlich unten mal ein Geschäft drin, aber nicht überall. Und diese Geschäfte sind relativ fein verteilt. Und in einem Spiel würden dich ja maximal die Geschäfte interessieren. Weil wenn du 2 Millionen Privatwohnungen darstellen willst, dann wird es halt irgendwann auch repetitiv. Weil das Leben der Menschen ist halt im Großen und Ganzen langweilig und erst im Speziellen spannend. Und im Speziellen würde natürlich irgendwie Handarbeit voraussetzen. Die kannst du halt als Spielemacher irgendwie nicht so richtig leisten. So, wie machst du das jetzt also? Sag mal, wäre jetzt wirklich so groß. Dann hätten wir jetzt hier riesengroße Abschnitte, durch die wir einfach durchrennen würden, in dem nichts zu finden ist. Und das wäre wiederum langweilig. Aber genau das müsstest du tun. Also ob man das irgendwie grafisch überarbeiten könnte, dass du halt irgendwie, dass du irgendwie die Welt als grau und farbig wahrnimmst und dass halt sofort klar ist, was interessant ist, was nicht. Weil sonst hast du halt immer dieses sich wiederholende Dingsbums. Also immer wieder die gleichen Sachen, einfach nur um diese Fläche zu füllen. Ich weiß es auch nicht, ist irgendwie, wahrscheinlich müsste man irgendwie das Laufen irgendwie komisch manipulieren, dass du, ich stelle mir das halt gerade irgendwie vor, dass die Realität gewarpt ist. Also das müsstest du halt in der Story, das spielst du mit einem Bomben. Dass du quasi so eine Stadt hast, die wirklich real groß ist, aber wenn du durch eine Straße gehst, dann machst du einen Schritt und auf einmal zieht irgendwie alles an dir vorbei und du bist auf der nächsten Kreuzung. Und du kannst ganz langsam, wenn du wie nochmal antippst, kannst du ganz langsam dich vorbewegen, aber du warpst halt quasi durch. Und nur alle Orte, die von Interesse sind groß in der Bewegung. Also du würdest zum Beispiel die grauen Gebiete durchlaufen, bist du mit 2 Schritten hast du eine ganze Straße hinter dir gemacht, weil du da quasi nicht stehen bleiben kannst in diesen Orten. Ich weiß nicht, wie man das von der Engine her machen würde. Und dann hast du halt die farbigen Gebiete, wo wirklich was ist, wo ein Laden ist oder so eine Kreuzung oder so, wo irgendwie Marktstände stehen. Und da würde der Raum langsamer vergehen. Ist der Gedanke verständlich? Also ich möchte quasi, dass du Raum als Zeit siehst. Und dass wenn du langweiligen Raum durchstreitest, dann ist es wie als würdest du schlafen, wandelst du einfach durch und es passiert nichts. Du kannst zwar vor und zurück gehen, aber an sich ist der Raum sehr dünn. Ja, oder vielleicht mit der Dichte. Und dass halt quasi jeder Ort eine gewisse Dichte hat und dass halt nur die normal dichten Orte werden halt ganz normal durchschritten und alles, was eine weniger Dichte hat, ist halt innerhalb von 3 Schritten durch. Und dann in dem Moment, wenn dich zum Beispiel eine Straßenbahn überfallen wird, wird der Ort, in dem du gerade stehst, spontan dichter.
Also dann würde irgendwie diese Gasse, der du gerade bist, würdest du nicht mehr in einer Sekunde schreiten, sondern auf einmal ist die farbig und das sind halt irgendwelche Leute, die dich überfallen wollen. Und das wäre halt dieser dynamische Übergang, mit dem du die wahre Größe einer Stadt darstellen kannst und gleichzeitig das Durchlaufen. Weil dadurch, dass du halt so schnell durchlaufen würdest, würde es dir nicht so sehr auffallen, wenn es allzu generisch aussieht. Also ein bisschen Mühe musst du immer noch geben, aber es würde nicht so sehr auffallen, weil du ja die ganze Zeit immer nur durchlaufen würdest, anstatt dass du irgendwie den Walking Simulator machst und eine Stunde lang durchrennst. Ja. So. Zurück zum Thema. Erzähl mir von dir, mein guter Favan Induril. Favan vom Haus Induril. Auch wenn ich nicht weiß, ob das noch viel zählt, ich leite diesen Müllhaufen von einer Stadt. Bei unserer Ankunft war diese Aufgabe noch wesentlich leichter. Wir waren größtenteils Dunmer. Jeder wusste, wo er hingehörte. Jetzt lebt hier eine Ansammlung von angespültem Unrat. Ja gut, und wie ist er hier gelandet? Ich kam mit der Spitze. Ich stürzte hier ab, nachdem ich aus meinem geliebten Gramfeste herausgerissen und ins Reich des Vergessens geschleudert worden war. Ich habe nie wirklich verstanden, wie ich oder überhaupt irgendeiner von uns überleben konnte. Doch ich habe aufgehört, darüber nachzudenken. Ja, okay, gut, das ist also doch ein Stück von Gramfeste. Dann haben wir jetzt zumindest die Bestätigung. Wie lange ist das her? Die Neuankömmlinge sagen mir, dass es auf Nirn schon 600 Jahre her ist. Für mich sind nur ein paar Jahrzehnte vergangen. Ich kann mich immer noch daran erinnern, wie flau mir im Magen wurde, als wir in die Luft gehoben wurden. In der Umarmung des Vergessens läuft die Zeit anders ab. Jein. Das ist halt irgendwie das echte Problem, ne? Weil die Zeit scheint ja irgendwie subjektiv zu sein. Also die große Frage, die ich hier wirklich habe, weil wir wissen ja, dass die Zeit im Reich des Vergessens, weil dass die Reisen hin und zurück halt irgendwie die Zeit ein bisschen verschoben wird. Auf der anderen Seite wissen wir von anderen Leuten, dass die Zeit quasi linear verläuft. Weil du hast ja zum Beispiel Atheum und so, das liegt ja auch in einer anderen Tasche der Realität. Oder die Ferngrab-Leute scheinen ja auch irgendwie, zum Beispiel das Haus Hexus, verhandelt ja regelmäßig mit Nirn. Dem wäre das aufgefallen, wenn die da starke Zeitdilatationen drin haben. Haben sie offensichtlich nicht. Insofern steht das so ein bisschen in Frage, ne? Aber auf der anderen Seite würde das zumindest erklären, warum die Dedra nicht so erfahren sind, wie man meinen möchte. Weil es heißt ja immer zum Beispiel, dass die Kühen dauernd trainieren für den großen Krieg. Oder für irgendeine Schlacht. Und nach menschlichen Maßstäben, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit die Samt seit der biritischen Ära vergangen ist, aber werden wahrscheinlich so ein paar tausend Jahre noch zusätzlich oben drauf gewesen sein. Aber wenn gleichzeitig in den Ebenen des Vergessens halt irgendwie nur so 500 Jahre insgesamt vergangen sind, würde es erklären, warum die Dedra vielleicht alt und wissend sind, aber noch nicht absolut überall wissend sind, weil nach ein paar tausend Jahren würde man ja eigentlich erwarten, dass langsam alles gesehen hat. Auf der anderen Seite scheinen sie nicht so schnell zu lernen wie Sterbliche. Das könnte das wieder ausgleichen. Aber trotzdem. Naja gut, ich habe deinen Sohn getroffen. Der steht übrigens direkt neben dir. Tarvin, ja. Er hat mir Tephilas vorgestellt. Ein guter Sohn. Doch er muss seine eigene Geschichte begreifen lernen. Er wurde hier geboren und hat Gramfeste nie gesehen. Er versteht nicht, was die Dedra wirklich sind. Ich hoffe, dass er das auch niemals muss. Ich weiß übrigens immer noch nicht, warum die hier abhängen. Die könnten doch erstmal die. Also, du hast ja die Portalstadt echt in der Nähe. Und als großer Track sollten die es durchaus schaffen, da bis da hinzukommen, oder? Mit genug Erfahrung. Na gut, und warum hassen die Leute so sehr? Warum? Wisst ihr, wie ich in den Totenländern ankam? Warum ich wahrscheinlich dazu gezwungen bin, den Rest meiner Tage umgeben von Fäule und Stürmen zu verbringen? Wisst ihr wirklich so wenig über den Ort, an dem ihr gerade steht? Der vermaledeite Merunes Dagon hat mich zusammen mit der halben Stadt hierher geschleudert. Aber man kann doch zwischen den Ebenen reisen und es ist nicht schwer. Jeder kann das. Also nicht jeder, aber so gut wie jeder. Man muss nur die richtigen Leute bezahlen. Und was? Das macht mich halt so fertig, weil das so unlogisch ist, diese Prämisse, ne? In der Stadt der Uhrwerke war es zumindest klar, dass sie wirklich nicht zurückkommen und die Leute wollten da bleiben, zumindest die meisten. Und vor allen Dingen, das war der erklärte Wille einer der Almisivi-Typen. Hier sieht es andersrum aus. Es wäre ja wohl ein leichtes, einen einzelnen Botschafter zu einem Alexia zurückzubringen. Und wir wissen ja, dass es so Dasil geschafft hat, einen Vertrag mit den Dedra zu erzwingen. Mit reiner Starkarmigkeit. Das ist vielleicht jetzt gerade so ein bisschen her, weil gerade die Macht. Obwohl, nee, aber die Dagon-Ur-Geschichte ist noch nicht passiert, ne? Also an sich sollten die doch in ihrer Blüte ihrer Macht stehen, ne? Auf jeden Fall, da können wir keiner erzählen, dass sie nicht. Ich meine, sie könnten mich zu einem Alexia schicken. Geh ich hin, sag hier, Mutter Borowand, grüß dich. Du hast hier noch ein paar Kinder, die ein bisschen deine Hilfe hier brauchen könnten. Hau die mal raus. Und dann sollte das ja wohl möglich sein. Aber nein, natürlich nicht.
Okay, ja, sie scheinen Frieden zu wollen, aus Gründen. Darf ich die auch erklären? Frieden? Von wegen? Daedra sind zielgerichtete Kreaturen. Sie streben nur nach dem, was ihnen ihr Wesenskern vorschreibt. Sie wollen keinen Frieden mit uns. Sie sehen einen Waffenstillstand nur als ein Mittel zum Zweck. Was dieser Zweck genau ist, bleibt jedoch ein Rätsel. Also werden sie auch keinen Vertrag bekommen. Na gut, erzähl mal was über Bontan. Bedauerlicherweise nicht genug. Er ist unlängst aufgetaucht, schlich überall herum und versuchte dabei nicht von anständigen Leuten gesehen zu werden. Er lebt in den Flohgruben, wohin wir jene verbringen, die sich nicht zu benehmen wissen. Ich sollte die Flohgruben wirklich räumen lassen. Du und welche Armee? Klingt halt immer die ganze Zeit so, oder? Fontan? Ich habe von niemandem mit diesem Namen gehört. Ich hoffe, mein Vater hat euch nicht auf eine hoffnungslose Irrfahrt geschickt. Seid in den Flohgruben achtsam. Das ist nicht gerade der gastfreundlichste Teil von Elendsspitze. Ah ja. Okay, gut. Dann... Nord? Fontan. Dieser ist mir nicht bekannt. Wir müssen mehr erfahren. Geht zum Flohgrubenbezirk. Ich folge bald nach. Gut. Schön. Na gut, zumindest haben wir jetzt ein paar Bestätigungen. Das ist ich auch gar nicht so schlecht. Ihr kennt ne? doch diese Dremora mit den großen Schwertern, die Klingenjäter, glaube ich. Sie suchen in den Totenländern nach etwas. Die Klingenträger. Ich habe gehört, es hat etwas mit dieser Dremora, einer Sterblichen mit seltsamer Maske und deren Verbündeter zu tun. Eine seltsame Gruppe. Hey, hey, hey. Mir wäre es nie in den Sinn gekommen, mich gegen Dagons Streitmächte zu stellen. Doch sie haben nicht gezögert. Gut für sie. Ja, solange sie ihren Kampf nicht irgendwo in der Nähe der Spitze austragen. Ah, ich habe einmal Alexias Licht. Jeden Tag könnte Merunes Dagon beschließen, ja, gut, dass... Schon mal. Gut, auf zum, zum Flohbezirk. Ach so, der Flohbezirk ist quasi außerhalb. Das macht mich so fertig. Ich wüsste eigentlich immer noch nicht, wie man meine Raumdilatation, wie man die programmieren würde. Aber ich finde die Idee an sich gut. Wäre bestimmt schwierig umzusetzen. Und vor allem mit fragwürdigen Nutzen. Ach, das ist sogar ein eigenes Loch! Der Flohgrubenbezirk. Natürlich ist es ein eigenes Loch. Das war aber vorher nicht in dieser Realität, oder? Was haben wir jetzt einen Brocken sind, den Tina und dieser Brocken wird zerklick ich in diesem die meine Edelspitze kann. Blablabla. So, ist das nicht größer? Nein, nicht wirklich, ne? Ich habe übrigens immer noch Noros hinter mir. Ach, guck mal, Flohgruben-Siebelasser mögen mich nicht. Ich habe übrigens gerade gemerkt, dass ich mit Miri maximale Zustimmung habe. Ich kenne die nicht Attentätern, das ist ja ärgerlich. Na gut, Norod und Niri, ihr macht das schon. Ich wollte ihn bis gerade... Achso, jetzt sind wir wieder draußen. Ich wollte ihn bis gerade durchen, aber es ging einfach nicht. Ist das hier eigentlich Säure? Nö. Was genau trinken diese Leute hier eigentlich? Ich bin gerade durch die falsche Tür gelaufen. Naja, bin ich. Okay, Moment. Ich habe ja nicht gar keine Lust, gegen irgendjemanden zu kämpfen. Aber Miri macht das schon. Die haut schon die Leute. Ach nee, natürlich nicht. Ich muss... Selbstverständlich muss ich den kompletten... Was? Ein Antimagiefeld? Hält der Hoffnung. Oder... Na guck mal, der hat wieder einen Bastian bei. Ich glaube, ich sollte der Flohgrube vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben, oder? Na, dann rennen wir mal nicht durch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns die Flohgrube nochmal in all ihrer Schönheit und Detail angucken. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer gerade Phase ist. Macht's gut bis dahin. Ciao.